Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, es geht natürlich direkt mal weiter. Und wir gucken mal eben, wohin wir uns jetzt auf den Weg machen. Vor dem Sturm verschiedene. Schließlich tötet den Banditenaufhörer? Wer hat mir das denn erzählt? Bill gibt dich zur Akademie, da will ich doch mal hin. Kann ich da mal irgendwie was drüber lesen vielleicht? Nein. Hallo? Bill gibt dich zur Akademie. Ja, ich würde gerne wissen. Moment mal, wie weit ist die denn entfernt? What the fuck? Moment, zoomen kann ich doch bestimmt mit RTLT, okay. Da bin ich, nee. Da bin, oh fuck. Ja, okay, muss jetzt erstmal dahin. Den will ich markieren. Gehen wir also erstmal. Okay. Gehen wir also erstmal dahin, der mir jetzt nicht mehr angezeigt wird. Auch gut. Ja, jetzt. Okay. Auf geht's in diese Richtung. Es ist zwar Nacht, aber ich glaube mal, wir versuchen auch mal Nacht hier durch die Gegend zu schlendern. Und gucken uns einfach mal die Umgebung ein wenig an. Oder wir können auch mal, ja genau, können ja diese Wartefunktion hier, 9 Uhr PM. Wir warten noch einfach mal 6 Stunden. Ist wie beim letzten Mal, bis die Zeit dann abläuft und wir in kurzen Intervallen sehen, wie die Zeit vorangeht, okay. Wie auch immer. Müssen wir einmal kurz auf die Karte schauen. Achso, da. Ja, der aktuelle Startort interessiert mich relativ wenig. Weltkarte bitte, danke. Okay, der zeigt mir keinen genauen Weg an. Na gut, egal. Gehen wir also einfach auf gut Glück los. Und da finden wir einen Hirsch. Wenn wir dem näher. Das finde ich gut. Tiere sind ganz normal. Wenn man dem dann näher kommt, dann kriegen sie Angst. Finde ich gut. Aber. Ich will jetzt mal nicht hier die ganze Zeit erzählen, was ich alles gut finde, weil das wird wahrscheinlich zu viel werden. Wow. Stop it. Böser Wolf. Böser Wolf. Ja, wie ich schon angekündigt habe, ich werde Magier. Und, ja, so soll es auch bleiben eigentlich. Also, das ist mein. Zurzeit so meine Vorgehensweise. Ja, so ein bisschen genauer umgucken, glaube ich. Okay, die Pflanzen kann ich nicht aufheben, aber sind bestimmt irgendwo Pflanzen, die ich auch aufheben kann. Ich habe übrigens mein Mikro jetzt noch ein bisschen runtergeschraubt, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt sehr viel bringt. Ist halt echt merkwürdig, dass man den Ton vom Spiel nicht höher stellen kann. Das ist echt merkwürdig, wie ich finde, aber ja, ich habe auch so auf dem Desktop versucht, noch umzustellen. So, gehen wir erstmal hier hin, damit wir dort entdecken und hier theoretisch schnell hinreisen können. Was ist denn hier los? Hier ist ein Kampf. Ich werde euch in zwei reißen. Ich nehme an, das ist der Böse, oder? Damit wäre das erledigt. Steckt bitte nicht ihr alles schlappt in den euch Mann, wacker. Ja? Aus euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Was ist deine Schildschwester? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ich möchte keins von beiden. Ach, kann ich, dann okay. Gehe ich mal. Ich kann einfach abbrechen, das finde ich gut. Pfeile. Kämpft okay. Mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jovaska, kann ich eigentlich wenn zoomen? Ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ihr seht stark aus. Ihr Kommt schlagt euch wacker. Und werdet ein aus Gefährte. Euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Ja, also, ja, wie gesagt, ich werde trotzdem in dieser Perspektive hier bleiben. Finde ich, ja, verdammt, jetzt bin ich automatisch wieder rangezoomt, glaube ich, oder? Bilde ich mir das nur ein? Na, wie auch immer.
Ja, er ist automatisch wieder angezoomt. Naja, gut, egal. Es ist auch egal. So, da haben wir noch mehr Mühlen. Gucken wir mal eben, dass wir die hier entdecken. Dass wir da theoretisch schnell hinreisen können. Sprinten wir mal ein wenig. Na, das ist. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ihr seid bereit, haha, als ob. So, den nächsten Hof. Sehr schön. Okay, ich sammle jetzt mal die Phönix ein, bevor ich hier irgendwas klaue und die mich hier töten wollen. Gucke ich erstmal, was da oben mit dieser Stadt hier zu tun hat. Weil hier sollen wir irgendwie in die Stadt rein. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, kann ich hier auf illegalen Wege rein, oder? Ja, ich verschwinde zwar halb in der Wand, aber. Naja. Gut. Müssen wir also irgendwo einen Eingang finden. Irgendwo ist gut. Vielleicht haben wir auch hier schon unseren Eingang. Oder halt auch nicht. Na gut. Ja, sorry. Ich probiere halt alles aus. Oh, hier hatten wir mal. Ne, das ist ein Fluss. Verdammt. Na, komm schon. Was war das? Hab ich nicht irgendwo Fackeln? Ganz ehrlich, Leute. Ich muss irgendwo Fackeln haben. Achso, da. Fackeln, 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 Fackeln. Keine Fackeln? Aha! Wir haben einen neuen Zauber gelernt. Schürfen! Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Ah! Wir können hier schürfen. Okay, das würde mir als Magier nicht sehr viel bringen, aber. Okay. Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Gucken wir doch mal eben Magie. Alle. Was haben wir denn hier für Funken gelernt? Ein Blitz. Bitte Gesundheit und magische 8 Punkte Blitzschaden pro Sekunde zufügt. Moment, Kosten. Will ich das nur mal eben ausprobieren? Tue ich mir damit selbst weh oder dem Gegner? Ich glaube dem Gegner, ne? Aber interessant ist es auf jeden Fall. Nein, ich will nicht warten. Okay. Kosten zu 16. Also es kostet mehr und macht genauso viel Schaden. Ach, aber ich entziehe dem Ziel auch noch Mana. Jetzt habe ich es verstanden. Aber bringt mir nichts, weil das verbrennt auch noch. Also das Flammen ist natürlich erstmal noch stärker. Favorit hinzufügen. Aha. So. Aha. Das ist natürlich, jetzt habe ich es rausgefunden, wie das mit dem Favoriten funktioniert. Also, ich wusste nicht, dass es Favoriten heißt. Aber jetzt habe ich herausgefunden, wie ich meine Zauber schnell wechseln kann. Dann muss natürlich, ja, das ist natürlich da, ja, das ist sehr schön. Also, ihr könnt eure Magie natürlich unter Favoriten hinzufügen, dann könnt ihr halt immer zwischen denen hin und her switchen. Und wahrscheinlich geht das auch mit Waffen, nehme ich an. Nein, Objekte. Waffen. Geht das auch mit denen? Ja, das geht. Okay. Natürlich dann Langbogen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schnell auf den Langbogen will, gehe ich hier auf Langbogen und mache das. Okay, wenn ich dann schnell wieder auf
Flammenwill mache ich wieder da. Ah, okay. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das hier? Ich will das Schild lesen. Lesen kann ich nicht. Ich kann nicht lesen, auch gut. Apropos, wir sind hier irgendwie komplett falsch, kann das sein? Ja. Hier ist ein Stall. Natürlich hier. Hier ist nur ein Stall. Gehen wir mal in die Stadt rein. Okay, jetzt habe ich das mit dem... Ich wusste, dass irgendwo muss es so ein Schnellmenü geben. Jetzt weiß ich auch wo. So. Betreten wir mal diese Stadt. Ich brauche Tag. Ist ja schon fast Tag. Warten wir nochmal 2 Stunden. Ach, und... Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay. Weiß ich Bescheid. Dann bin ich mal wieder weg. Wir sind immer noch auf Level 1. Was mich ein bisschen wundert, aber wir haben jetzt auch nicht wirklich viele Kreaturen erlegt. Deswegen, okay, sind wir halt noch Level 1. Das wird sich mit Sicherheit auf der Zeit auch ändern. Weißlauf entdeckt, ja. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Okay, da hinten sehen wir schon ein großes Gebäude. Stadt ist, wie ich finde, schön gemacht. So. Drachenfeste entdeckt. Hinein. Okay. Versuchen wir mal mit dem Jarl zu reden da. Was soll ich sonst nicht leisten, ungewöhnlich zu handeln? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr. Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mich den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drachen hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Die Kaiserlichen wollten Ulfric Sturmortel hinrichten, da griff der Drache an. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache. Kann ich nicht da irgendwie Untertitel einschalten? Nein, nicht Audio. Anzeige. Sonstige Untertitel, ja. Mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung.
Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich.